Sholem Aleichem und Bruche Habayim, mein kleiner Kanal Polyglot Reading. Ich bin David von Deutschland und ich habe sehr lieb fremde Sprachen und Literaturen. Auf viele, was ich bin nicht kein Jid, kommt mit ein Jahr zurück. Ich habe angehoben, lernen sich Jiddisch und derfahr will ich reden da euch auf Jiddisch und wegen jiddischen Bücher. Ob ihr lernt sich euch Jiddisch oder ob Jiddisch ist, auf viele euer Mama loschen, lasst mir wissen in die Bemerkungen. Und hat nicht kein Meure, mir geben zu wissen wegen meiner Tuissen in meiner Sprache. Mir lernt sich durch jeden Tuess. Ich habe euch geschafft, untersichtlich vor dem Video in Jivo-Transkriptie, was kann sein geringer wie die hebräische Oisjes, fahre sagt Talmidin von Jiddisch und also ich kenne euch drucken asach Gicher, weil ich finde die hebräische Oisjes sehr, sehr pamelig auf die Computerklaviatur. In meinem ersten Video, ich will bekennen das Buch von Lublin bis New York von Katja Moldowski. Ich habe schon gesagt etwas wegen dem Buch Bekitzer in meinem Englisch-Video University Tech, was ihr kennt, gefunden, ob ihr quetscht die Link in die rechte Kant. Katja Moldowski ist eine von den wichtigsten jüdischen Poeten von dem 20. Jahrhundert und sie hat angeschrieben Asach Lieder, aber wenig in Prose. Von Lublin bis New York ist sicher ihr meisten bewusste Arbeit in Prose. Und es ist geschrieben in apuschiter Sprach und ist darüber euch passig vor Talmidim von Jiddisch, was sennen etwas avanciert, aber nicht mumches. Ein großen Dank für Esther von der Podcast Proste Jiddisch für rekommendieren dem Buch. Von Lublin bis New York ist ein ausgedacht Talkbuch von einem 20-jährigen polnischen Jid, was hat und laufen dem nazischen okkupierten Polen im Dezember 1939 zu ihr Kreuvim in New York. Und in ihr Talkbuch, sie beschreibt auf ein sehr puschiter, aber impressiver und lebendiger Sprach ihr ersten Jahr in Amerika und ihre Proben zu gefinnen ein neues Heim in der amerikanischen Gesellschaft. Sie beschreibt das tagtägliche Leben von den New Yorker Kreuvim, was Leben gar so anders wie in der Heim in Polen und werden stark assimiliert mit dem American Way of Life. Und sie kommentiert euch auf ihre Überlebungen mit der amerikanischen Gesellschaft, was seit euch für ihr sehr moderne. Sie probiert sich lernen Englisch und es ist ihr nicht gering. Und in dieselbe Zeit schreibt sie wegen die schrecklichen Neues, was sie bekommt von ihr alter Heimland Polen. Und sie sorgt wegen ihrer Chaverim und Kreuvim, was sind geblieben dort. Der jiddische Original kann man herunterladen von dem Webseite von der jiddischen Book Center in Amerika. Und dort kann man euch bestellen, eine gedruckte Kopie, was seht euch also gebunden in schwarzer Stoff mit goldenen Oisjes, sehr, sehr schön. Es ist euch voran an englische Übersetzung mit dem Titel A Jewish Refugee in New York. Und die Übersetzung von Anita Noritsch kann man bestellen, Le Muschel von Amazon, wie ein E-Buch oder Gedruckbuch. Okay, das ist schon der Ruf von meinem ersten Video auf Jiddisch. Ob ihr gehabt habt, es will sein, ein großer Kuvert von mir, lehnen eure Bemerkungen und ich will scheppen, als auch nachher von der Interaktion mit Neulem. Mit Tomme werde ich machen ein anderes Video auf Jiddisch, dem kommenden Heudisch. Ein großen Dank und ein warmer Gruß von Deutschland. Bis weiter und bleibt gesund. Ciao.